Hallo Leute, euer Mr. D ist wieder am Start und willkommen zurück zu einem erneuten Video von mir. Im Hintergrund ein erspieltes Call of Duty Black Ops 2 Gameplay von dem Erspieler X the Rabbit. Er hatte schon mal ein Video auf meinem Kanal. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, ob es dieses Gameplay war, ob ich das gerade doppelt verwende. Ich glaube nicht. Und wenn ja, auch nicht so schlimm, weil jedes Gameplay sieht ja auch nicht jeder Spieler bzw. jeder Zuschauer. Schaut auf jeden Fall mal unten in seinem Kanal vorbei, X the Rabbit, wenn ihr Lust habt. Wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Kanalwechsel. Soll ich meinen Kanal wechseln? Ganz klar und knackig. Nö. Auf keinen Fall. Warum soll ich meinen Kanal wechseln? Gut. Leute fragen mich oder sagen mir, ey Ali, was ist da los bei dir? 14.000 Abonnenten und du hast bei Videos im Schnitt so, ja, 500 Aufrufe habe ich immer. 500 Aufrufe, dazu sage ich gleich noch was. Und im Schnitt 500 sind es immer. Aber ich habe auch Videos, da sind es 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Bis zur 100.000er Marke habe ich auch mehrere Videos. Und man kann nicht sagen, wenn bei einem Video, bei mehreren Videos 2.000 Aufrufe nur sind, dass 12.000 Abonnenten inaktiv sind. Das ist nicht so. Mehrere Abonnenten gucken sich bestimmte Videos nur an, zum Beispiel nur GTA-Videos oder nur Call of Duty-Videos. Oder mehrere Abonnenten gucken sich auch das ein oder andere Video doppelt an und das 100 Mal am Tag, jetzt mal so übertrieben gesagt. Aber trotzdem sind die nicht inaktiv, weil sie sich keine anderen Videos angucken, die ich hochlade, sondern sie gucken halt was anderes. Und in der Hinsicht ist es nicht Inaktivität. Jeder YouTuber, auch ich, hat inaktive Abonnenten. Das ist ganz klar, das ist aber auch vollkommen normal. Aber das ist halt YouTube. Wenn ihr mal vergleicht, PewDiePie hat die meisten Abonnenten. Er hat 27 Millionen zurzeit. Ich glaube 27 Millionen, 300.000 sind Peanuts, bei denen ist gar nichts. 27 Millionen, das ist die Zahl. Er hat die meisten Abonnenten auf YouTube. Ja, das sind aber nicht 27 Millionen Menschen. Das kann man mir nicht erzählen, das ist auch nicht so. Das ist bei keinem YouTuber so. Auch nicht bei mir, dass es 14.000 verschiedene Menschen sind, die mich abonniert haben. Sondern bei jedem YouTuber ist es so, dass da auch mal Leute Passwörter vergessen, dass sich einen neuen Account erstellen, mit dem alten nicht deabonniert haben, dann automatisch dadurch ein Abonnent quasi inaktiv wird. Wobei er aktiv ist, nur mit einem anderen Account, weil der andere das Passwort vergessen hat. Dann vergisst er das fünfmal, macht er 5 neue Accounts. Hast du direkt 6 Abonnenten, aber nur einer von denen ist aktiv, weil die anderen 5 ja quasi inaktiv sind, weil er sein Passwort nicht weiß. Und das ist bei jedem YouTuber so. Dadurch kriegt man auch einige, wenn nicht zu viele, inaktive Abonnenten. Was will man da machen? Das ist so. Das Like-Verhältnis, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch ganz komisch. Man hat YouTuber, die haben dann irgendwie, ich sag jetzt mal, 5.000 Abonnenten und haben bei jedem Video über 10.000 Likes. Was theoretisch gesehen, wenn man jetzt mal nur auf die Abo-Anzahl, ne, sich die nur anschaut, gar nicht gehen kann, dass jedes Video doppelt so viele Likes hat, wie halt Abonnenten da sind. Ebenso gibt es aber auch viele Videos, wo halt, wie zum Beispiel jetzt mal ich als Beispiel oder Totti hat irgendwie, ich glaube, 35.000 Abonnenten und 38.000, hat bei jedem Video oder bei den meisten Videos, wenn ich mir die so angucke, so 200 bis 500 Likes. Das ist gar nichts bei seiner Anzahl an Abonnenten. Bei mir ebenso. Ich habe hier meine 200 bis 300 Likes pro Video seit neuestem, weil ich mal das Bewerten angesprochen habe. Und ja, dann ist es natürlich auch wenig, ne, für 14.000 Abonnenten in der Hinsicht. So, ne. Trotzdem muss man sagen, das ist immer ganz komisch. Es gibt viele, die haben dann, ich sag jetzt mal, 300 Abonnenten und haben dann zig Videos, die unnormal viele Klicks haben, aber die kriegen einfach keinen Abonnenten dazu. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute für inaktiv erklärt werden und warum welche nicht. Ich kann nur sagen, laut Statistik bekomme ich pro Tag 30 bis 40 Abonnenten dazu. Ist natürlich auch immer von der Woche zu Woche unterschiedlich. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, da waren es 550 bis 100 am Tag. Habe ich auch schon gehabt. Aber das ist immer, wie gesagt, unterschiedlich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Game zu Game. Was gerade so bei YouTube rumgeht, wenn Leute alle Outlast suchen und ich bringe Outlast auch, dann zack, kommen die alle auf meinen Kanal. Ist es natürlich ganz klar, dass dann auch da mehr Leute mich dementsprechend abonnieren, wenn die halt ein gesuchtes Game auch gut finden, wie man das rüberbringt. Ich werde jetzt hier in diesem Video nichts mit Like-Verhältnis oder sowas machen, sondern von wegen so und so viel Likes fürs nächste Video mache ich bei diesem Video nicht, weil ich einfach mal gucken möchte, wenn man das nicht anspricht, wie ich das sonst auch immer gemacht habe, dann, ob ihr das Liken vergisst oder generell, wie viele überhaupt liken, wenn ich das nicht anspreche. Klar, könnt ihr bewerten, aber ich sage jetzt keine Zahl.
Ich kann nur so viel sagen, dass das nächste Video schon in Bearbeitung ist und dass das nächste Video auch nächste Woche Montag kommen wird. Kann ich ruhig schon mal sagen, das ist kein Problem. Da gehe ich dann nochmal auf andere Sachen ein, von wegen Like-Verhältnis und so. So, aber trotz alledem, ich finde, bei mir läuft alles im grünen Bereich. Wenn ich mal gucke, ich habe angefangen mit YouTube, ja? Da hat man, wenn man Glück hat, seine 10 Aufrufe pro Video. 10 Aufrufe, boah, geil. Denkt mal schon, 10 Menschen auf der Welt haben sich irgendwo gerade deine Videos angeguckt. Da freut man sich schon Ast ab. So, ich habe jetzt 500 Aufrufe pro Video, ist Standard, immer. Das ist, finde ich, vollkommen akzeptabel. Wenn man bedenkt, 500 Menschen gucken sich das an, stellt euch mal wirklich vor, dass 500 Menschen vor euch stehen, ja, und sagen, du bist geil. Oder halt 500 Menschen, jeder vor seinem Laptop zu Hause sitzt und guckt dich an, schreibt in den Kommentaren, geile Sau, ne, so, geiles Video. Ist was anderes, Kommentar zu bekommen als live, ist ja ganz klar. Aber 500 Menschen sind nicht wenig, wisst ihr? 500 Menschen sind richtig viele. Und deswegen bin ich da vollkommen zufrieden mit meinem Like-Verhältnis jetzt zur Zeit. Beziehungsweise mit meinem Klick-Verhältnis und mit den Kommentaren sowieso. Ich bekomme immer noch so viele Kommentare. Echt so viele Kommentare. YouTube-mäßig bekomme ich so am Tag Schnitt 250. So. Ja. Ja. Ich sag mal 150. 150 Kommentare bei YouTube pro Tag, 100 Nachrichten bei Facebook und dann nochmal so 250 Nachrichten bei PlayStation Network. Das sind so 500 Nachrichten, die ich grob jeden Tag bekomme. Ich wiederhole jeden Tag. Ich schaffe es natürlich nicht, da ich arbeiten gehe als Krankenpfleger, auch am Wochenende wie samstags und sonntags arbeiten gehe. Schaffe ich das natürlich nicht, alle Nachrichten zu beantworten. Es gibt auch viele Nachrichten, die ich durchlese, aber dann gar nicht mal zurückschreibe, weil die einfach sowas von behämmert sind. Da muss man nicht drauf zurückschreiben. Habe ich auch schon gesagt, meine Bestseller von Nachrichten sind einmal, was sind die nochmal? Selbst vergessen. Genau. Kannst du mich Prestige 11 machen bei Black Ops 2? Ich sag nur, das Video ist rausgekommen 2012, aber hey, das wird immer ein Thema sein auf meinem Kanal. Oder darf ich dir eine Frage stellen? Schreibe ich auch nicht drauf zurück. Ganz ehrlich, wenn ihr eine Frage habt, dann stellt doch die verdammte Frage. Aber fragt mich doch nicht, ob ich euch die Erlaubnis gebe, dass ihr mir eine Frage stellen dürft. Wenn ich mich ab und zu mal ein bisschen leise anhöre, liegt es daran, dass ich gerade von der Arbeit gekommen bin. Ich aber noch sehr gerne für euch ein Video raushauen wollte, für den heutigen Tag, für den Freitag. Und ich mich deswegen noch, weil ich aber auch meinen Spaß dabei habe, nicht zu vergessen, extra um, Moment, halb 11 hier hinsetze, übelst müde, von halb 1 bis 9 Uhr arbeiten gewesen und trotzdem noch hier mein Commentary mache, extra für euch. Also könnt ihr nicht sagen, dass ich irgendwie arrogant bin oder klickgeil oder sonstigen Scheiß, sondern ich möchte für euch Unterhaltung liefern. Ich habe wenig Zeit momentan, ganz klar, ne, durch die Arbeit. Ein Video pro Woche kommt immer, garantiert. Ein Video pro Woche. Da gehe ich nochmal an dem Montag nochmal genauer drauf ein. Was das mit diesem einen Video genau auf sich hat, kommt am Montag ein Video. Ich überlege kurz, Uhrzeit. Ja, zwischen 14 und 16 Uhr kommen meine Videos immer. Manchmal kommen die aber auch schon. Ja, ich sag mal eine andere Uhrzeit. Die Videos kommen zwischen halb 12 und 16 Uhr. Genau, zwischen halb 12 und 16 Uhr. Warum zwischen halb 12? Ja, weil ich manchmal um diese Zeit arbeiten gehe und dann gerade das Video noch freischalte und dann erst arbeiten gehe. Deshalb um diese Zeit so. Wie gesagt, inaktive Abonnenten hat jeder. Und ich habe auch welche, das ist ganz klar. Aber juckt mich nicht, ja, wie InScope sagen würde. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr mich gut verstehen konntet. Auch wenn das ein bisschen spät ist, ich ein bisschen leise rede, weil jemand hier aus der Familie morgens um 5 Uhr aufstehen muss, arbeiten muss. Na, ich zum Glück nicht. Ich habe morgen Spätschicht. Ich kann ausschlafen bis, ja, ich sag mal so 10 Uhr. Und ich setze mich jetzt erstmal nochmal jetzt ran, bearbeite das Video, sitze hier bestimmt dann gleich noch bis 2 Uhr oder sowas. Und hab für euch hier Unterhaltung auf YouTube gesichert. Deswegen, Leute, ihr wisst ganz genau, ich bin immer für euch da. Bis dahin, euer Mr. Adi. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Haut rein und ciao.